Und willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge Judgment mit mir, Christian Asia 3000. Wir haben in der letzten Folge die Jacke gekauft für den armen Obdachlosen, für den Jackentausch sozusagen. Und jetzt gehen wir wieder zurück, um die Jacke zu besorgen. Und dann werden wir auf jeden Fall das Date angehen, was der Junge uns gegeben hat. Eine nette Dame anscheinend, die wo wir gerne antreffen können. Und ich bin mal gespannt und werden wir mal sehen, was da uns erwartet. So, erstmal hier noch einen kleinen Kampf. Au! Ach, schon wieder. Oh, da hat es Glück gehabt, dass ich da nie getroffen habe. Bam! So, ich habe mich verteidigt. Das Auto ist nicht. Das gehört mir nicht, das Auto nicht auf. So, dann gehen wir hier rein. So. Ja, wir müssen hier raus. Ich bin zu spät abgebrochen. Hab ich gerade gemerkt. Bin mal echt gespannt, wann ich mal mein Handy hier verliere aus der Tasche. Geht ja mal gar nicht. So, weiter geht's. Bill Gates. Was habe ich mit dem Fahrrad gemacht? Das war jetzt keine Absicht. Nee, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. So. So. Entschuldigung. Du schon wieder. Was? Sie schon wieder. Ich habe Nein gesagt. Was halten Sie hiervon? Die ist wärmer als Ihre, oder? Sie schenken sie mir? Ja. Wenn Sie mir dafür Ihre Jacke geben, die Sie tragen. Sicher. Abgemacht. Klasse, ich habe sie. Sollte ich besser den Klienten mitteilen? Muss, muss. Hallo. Ich habe gute Neuigkeiten, was hier Jacke angeht. Das ist mein Sitz, wenn ihr das hört solltet. Nicht wundern. Unfassbar, dass sie sich wirklich gewunden haben. Da gehen wir mal an. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben. Aber sie stinkt ein bisschen. Wo haben Sie die gefunden? Ah, das wollen Sie gar nicht wissen. Bringen Sie sie einfach in die Reinigung oder so, okay? Wie meinen Sie das? Sie haben sie wieder und das ist doch die Hauptsache, oder? Passen Sie gut darauf auf. Ist klar. Ich würde wirklich gerne wissen, woher Sie sie haben, aber ich gebe auf. Und ja, ich versuche sie nicht noch einmal zu verlieren. Vielen Dank. Wiedersehen. So. Mission abgeschlossen, Nebenaufgabe. Nice, wir haben wieder Geld bekommen. Nicht gerade wenig. Vielleicht ist das wenig, aber für mich sieht das hört sich zu viel an. 50.000 Yen. Das sind, wenn man sich, also ich letztes Mal gestern gesagt habe, 75.000 Yen sind 600 Euro. Das ist heftig. So, als nächstes. Halt, das war das Falsche. Fallakte, nee, Nebenaufgabe. Okay, da haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Dann passt das. Okay. 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 Gut. Jetzt habe ich ein Problem. Wo war die nette Dame jetzt nochmal? Shit. Habe ich die nicht in meiner Liste? Nee, okay. Ups, sorry. Also muss ich nochmal hoch. Dann gehe ich in den Laden nochmal rein und gucke, ob ich die nochmal ansprechen kann und die fragen nochmal, wo das ist. Weil ich möchte jetzt die Dame jetzt nicht sitzen stehen lassen. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo der Laden war.
Das war er nicht. Entschuldigung. Nee, das muss dann, glaube ich, ja weiter vorne gewesen sein, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Nee. Ja, hier, genau. Wo ist der Junge? Mann, jetzt habe ich die Adresse vergessen. Shit. Shit, 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 shit. Mann, ich habe auch keine Infos gerade. Wieso hat er das nicht aufgeschrieben? Kamera, Drohne, Skills, Nachrichten. Das ist nicht der, der Junge, genau. Hallo? Shit. Okay. Hills Garden. Park Boulevard. War das nicht irgendwie ein Distrikt oder so? Hoteldistrikt? Shit. Ich kann jetzt noch nicht die ganze Gegend absuchen. Gucken, welche Legenden, Freundin. Ja. Wenn ich eine Freundin hätte. Ich gehe einfach mal da hoch. Mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwas. Aber das war ja auch ein bisschen weird, hier irgendwas zu finden. Wäre sehr verdächtig. Wo kommt ihr denn her? So. Weg mit dir. Kein Interesse. Da liegt eine Schraube. Oder Material, sagen wir mal so. Hotel District. Mini-Marathon-Man, okay. Blue Terminal, das ist der Hotel District. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob ich jetzt wirklich jetzt sicher richtig bin. Da war das Hotel. Die kommen ja überall her, oder? So. Abgeschlossen. Okay, das ist Essen. Ey, jetzt habe ich echt die Information verballert. Verdammt. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Muss hier nochmal rein. Was ist jetzt hier los? Geht hier mal raus hier. Das ist kein Ort, wo man sich rumschlägert. Den Arsch offen. Nein, dann zack, ey. Sorry für die Unannehmlichkeiten.
Wieso habe ich das nicht in meiner Liste? Ich brauche Hilfe. Nee, da wird mir wohl nicht viel helfen. Auch ein Fragezeichen. Ist es vielleicht da? Oder da? Nee. Nee. Ach, Leute. Ich muss wahrscheinlich dann nach der Folge einfach mal aufhören. Und weiß nicht, wann habe ich überhaupt abgebrochen? Ich habe total das Zeitgefühl verloren irgendwie gerade. Keine Ahnung. Ja. Das ist jetzt die gute Frage. Ich muss dann wahrscheinlich dann einfach mal nach Leiter nochmal gucken, wo die nette Dame ist. Und dann sehen wir einfach weiter. Kann ich auch gleich mal kurz einen Zwischenstopp machen von der Livestream-Folge. Oh, das nervt mich jetzt gerade, dass ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Oder den Ort. Oh, Alter. Geh mir nicht auf die Eier. Das hat ja voll Sinn gemacht gerade bei dir, oder? So. Fahrstuhl. Brauchen wir nicht. Einer würde ich jetzt einfach sagen, hey. Warte mal, ich gucke mal kurz auf die Karte. Dann machen wir wenigstens noch ein was. War das hier? Nee. So, Smiley Burger. Das ist schlimm, wenn du irgendwas hast und dann plötzlich verlierst. Das ist schon die ganze Zeit hier. Wir können einfach mal da hingehen, komm. Machen wir wenigstens das. Und danach muss ich einfach mal gucken, wie die nochmal heißt und wo sie ist. Und dann machen wir eine extra Folge draus. Fertig aus. Wieso komme ich ja nicht drüber? Schon sagen, hallo? Oh, ein Doppelkick. Nice. Das war gut. So. Ich könnte denken, hier tut jemand was ballern. Was ist das für ein Geräusch? Das ist irgendwie eine Bombe. Was? Das war eine Explosion. Ah, lauft! Ruf die Polizei! Haut ab! Terroristen oder so eine Yakuza-Sache? Schon wieder dieses Geräusch. Noch eine Bombe, wo kommt die her? Hier also, das ist wirklich eine Bombe. Ah, Mama. Okay. Das ist alleine. Das ist übel. Dieses Kind könnte. Was mache ich nur? Was mache ich jetzt nur? Keine Zeit, nachzudenken. Scheiße. Nur noch 15 Sekunden. Was zur. Scheiße. Keine Zeit. Ich muss es einfach machen. Ah.
Haben wir überlegt. Yasuo-kun, Mama, tut mir leid. Tut mir so leid. Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wäre vorbei mit für uns. Ein Anruf. Wer ruft mich in der Rücknummer an? Musmus. Hallo? In Kamurocho sind Bomben verteilt. Bitte was? Ich sagte, ich habe Bomben in Kamurocho verteilt. Drei insgesamt. Die erste ist schon explodiert, wie Sie sehen konnten. Die zweite haben Sie gerade entschärft. Bleibt nur noch eine. Moment mal. Wer sind Sie? Und woher haben Sie meine Nummer? Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, um Fragen zu stellen? Sie haben 5 Minuten, bevor die Bomben hochgeht. Hahaha, wenn Sie es nicht wollen, dass Sie noch jemand verletzt wird, sollen Sie anfangen zu suchen. Warten Sie einen Moment. Schön, ich suche danach. Aber wo? Sie müssen mir einen Tipp geben. Ich schätze, es wäre sonst unfair. Ich gebe Ihnen einen Hinweis. Sie finden sie im Enge der Kriegerlabyrinth. Das Kriegerlabyrinth. Enge des Kriegerlabyrinths? Was soll das für ein Hinweis sein? Denken Sie gründlich darüber nach, ja? Aber denken Sie daran, die Uhr tickt. 5 Minuten. Schaffen Sie es nicht, wird diese Sache unschön enden. Enge des Kriegerlabyrinths. Was zur Hölle soll ich damit anfangen? Finde die Bombe. Enge des Kriegerlabyrinths. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Ich kenne mich in der Stadt so wenig aus. Enge des Kriegerlabyrinths. Das muss irgendwie ein Labyrinth sein. Oder ist es so offensichtlich? Kriegerlabyrinth. Auch deaktiviert. Kriegerlabyrinth. Little Asia. Champion District. Engel des Kriegerlabyrinths. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Engel des Kriegerlabyrinths. Mich führt das irgendwie jetzt hier nur hier hin. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist das Einzige, was mich ein bisschen... Ich kann da jetzt nicht 5 Minuten komplett jetzt hier die ganze Stadt abgrasen. Was bedeutet das Kriegerlabyrinth? Sorry. Sorry, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Sein. Also hier passt auf jeden Fall nicht.
wieder eine Burg. Wohin kann man wohl können, ich sowas finden? Mittelasia. Könnte Lidiasia meinen? Nein, das hatte überhaupt nicht mit den Worten zu tun. Champion District, ja. Krieger, Champion, Kämpfer, hey, Champion. Hab's, es muss irgendwie ein Champion District sein. Das nächste Hinweis ist ein Engel, okay. Oh. Moment, da gibt's ja einen Engel in den Champion District. Okay. Keine Zeit, ich muss ihn darüber schauen, wie oft die Ruhe noch geht. Okay. Champion District, Engel. Naja, erstmal. Ich war doch gerade da. Da war ich sogar richtig eigentlich. Dammit. Oh, ich laufe ja sinnlos gerade durch die Pampa. Merke ich gerade. So, ein Engel. Hm? Ist da was? Da hören wir wieder picken. Auf Engel hier ein Tempel mein, oder? Ja. Wo ist die Bombe? Hab sie. Aus wie die andere Bombe. Ich muss sie also an den Draht herausreißen. Hat das funktioniert? Der Zähler ist hat er angehalten. Gott sei Dank. Muss. Hallo? Haha, gute Arbeit. Was soll das alles? Was haben Sie hier vor? Nicht zu hastig. Ich habe Sie auserwählt. Müssen Sie wissen. Auserwählt? Wofür? Um mich aufzuhalten. Entweder gelingt es Ihnen oder Kammer wird in den Flammen aufgehen. Okay, ich befürchte, dass hier ist noch nicht vorbei. Seien Sie einfach brav und warten Sie auf den nächsten Schlachtzug. Haha. Hey. Er hat aufgelegt. Was zur Hölle ist dieser Typ? Er meinte, es wäre noch nicht vorbei. Scheiße, was soll ich machen? Okay, finde die Bomben. Wir haben sie abgehört. Wir haben übrigens die Bomben gefunden. Und da würde ich sagen, jetzt, bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich jetzt einfach mal einen Livestream-Stopp. Kompletter Livestream-Stopp. Und checken wir mal kurz nochmal die Nachrichten, also das Video nochmal wegen der interessanten Frau, wo die nochmal alles war, dass ich dann weiß, wo ich hingehen muss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann bald wieder. Und ja, das war es dann erstmal von mir für diesen Livestream-Folge. Wir sehen uns dann, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war's erstmal. Haut rein, schönen Abend noch. Ich denke mal, ich werde in einer halben Stunde nochmal weiter streamen. Oder bald auf jeden Fall. Heute auf jeden Fall noch, definitiv. Und ich hoffe, dass ihr bald dann wieder dabei seid. Also dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ChrisNation 3000. Like und kommentieren. Und wenn ihr noch nicht vergessen habt, abonnieren. Support ist kein Mod. Also dann, haut rein. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Euer ChrisNation 3000. Ciao.